Park ist kaputt. Ach nee, das ist gar kein Park. Das war mal ein Gebäude. Bei mir ist alles Mögliche im Eimer. So, Trümmer Wie kannst denn du abfahren. 15.000 Minus machen? Eine Sympathierate von 40 haben. Ach, Ja. weißt du, was dein Problem ist? Du müsstest deine Straße eigentlich komplett hier vorne an der Autobahn komplett anders bauen. Inwiefern? Du müsstest zuerst noch ein Stück mehr in deine Stadt reingehen und die dann da vorne, zum Beispiel, wo jetzt deine Ölraffinerie angrenzt, an die Straße ranbauen. Dann hast du kein Verkehrsproblem mehr. Weil da vorne die Kreuzung, die macht das ja alles aus. Moment. Ich muss jetzt hier gerade einmal kurz ein bisschen die Zeug abreißen. Okay, du meinst was? Also anstatt da, wo die Autobahn ist, anstatt da eine Kreuzung geradeaus weiter rein. Genau, viel weiter rein und dann da vorne, wo die Schwebebahnstation ist, an der Ölraffinerie, Ja. das kleine Stück da oben, da kannst du es ranmachen. Da hast du dann kein Verkehrsproblem mehr. Bist du sicher? Tausendprozentig. Na gut, dann probieren wir das mal aus. Klatsch. Aber noch mal Minus kannst du ja eigentlich nicht machen. Nee. Und somit kannst du auch wieder mehr Leute zu dir reinlassen. Damit du mal wieder Plus machst. Sims in der Schwebe. Sorge dafür, dass am Tag 200 Passagiere mit der Schwebebahn fahren. Ja, super. Ich weiß zwar nicht, wohin sie fahren wollen, aber sie fahren. Dann freu dich doch. Sorgen Sie dafür, dass die Einwohnerzahl bei 229, na, 292.000 so rum liegt. Alles klar. Kriegen wir nicht hin. Polizeirevier, und was willst du? Den Auftrag löschen wir. Den will ich nicht machen. Oh, Gewerbe ist in der Nachfrage ohne Ende. Ja. Okay, also, Ja, die wünschen. die Autobahn ist leer. Und in meiner Stadt ist jetzt kein Verkehrsproblem mehr. Ich glaube, ich lasse das jetzt einfach erstmal so laufen. Habe ich nicht Und gesagt? dann gucke ich mal, wie das jetzt über Tag läuft. Ob das dann immer noch genauso scheiße ist oder nicht. Obwohl, man muss dazu sagen, ich hatte vorher auch eine komplette Straße, die geradeaus durchgegangen ist. Jetzt keine große, aber sie war da. So gesehen. Obwohl, nee, die haben sich vorher auch aufgesplittet. Scheiße. Die sind mich direkt auf eine Kante geknallt, haben sich dann aufgeteilt. Okay, warten wir mal ab. Wie Anfangs- und Endpunkt muss ich der Brücke muss ich im Land befinden? Was ist denn das für eine Scheiße? Nein, nein, das ist auch dumm. Die wollen mich doch jetzt hier echt veralbern. Ich baue jetzt hier eine sehr professionelle, improvisierte Straße. Abschlau. Ach nee, jetzt müsste ich die Kläranlage abreißen. Boah, nee. Was ist denn das? Nee, ist die Pumpstation, die kann ich ja nicht abreißen. Brauche ich ja da. Ja, Ach super, was so, mache ich denn oh, jetzt? ich bin ja die ganze Zeit gar nicht mehr auf 20%, sondern nur noch auf 9. Ah. Ficken! Kein Wunder, dass ich so ein Minus habe. Jetzt müsste ich eigentlich wieder auf 20% hochgehen. Brauchst auch die Finanzabteilung dafür. Ja, aber ich habe trotzdem Stau auf der Autobahn. Wir können jetzt aber eigentlich fast nicht mehr dadurch kommen. Nee. Und da, genau eben, das ist nämlich das Phänomen, was ich hier gerade habe. Ich habe die Schwebebahn, ich habe Bus, also halt die Doppeldeckerbusse habe ich geholt, wo ich über fast 5000 Passagiere pro Tag habe. Also ein Zehntel meiner Bevölkerung fährt damit. Die Schwebebahn, die Moment, oh nee, dann ist, habe ich hier noch den Bahnhof. Dann habe ich jetzt die Schwebebahn, wo 200 am Tag fahren im Moment. Und dann sogar noch den Fährhafen mit nochmal fast 2000 am Tag. Und die Straßen sitzen zu. So, ich baue jetzt hier oben am Fährhafen, baue ich einfach noch ein zweites Teil dran. Ich schilder das Ding jetzt auch aus, damit jeder weiß, hallo, hier ist ein Fährhafen, ihr könnt damit kostenlos irgendwann das oder fast kostenlos fahren. Machst du es da wie in Minecraft, oder? Hängst du dann auch so wie die Schilder an die Truhen ran? Ja, genau.
Boah. Meine Brücke ist auch voll geil. Die geht erstmal langsam nach oben und dann steil nach unten. Achterbahn. Ja, voll. Das ist voll die Kackstraße und Brücke da oben. Nein. Ich habe 3.900 Besucher und ich will sie nicht haben. Haut doch alle ab. Ich frage mich ja wirklich, ob da später der Megaturm hinpasst. Was? Unzufriedene Bewohner der Apartmentanlage. Die Bewohner einer Apartmentetage sind mit ihrem Wohnort unzufrieden. Sorgen Sie dafür, dass Ihre Zufriedenheit. Was? Dass Ihre Zufriedenheit. Okay, da fehlt ein Teil vom Satz. Nein, die sorgen Sie für Ihre Zufriedenheit. Andernfalls ziehen Sie aus. Und Sie verlieren Mieteinnahmen. Und? Sollen Sie da ausziehen? Die nächsten Jo, ziehen wieder egal. ein. Ja, ohne Spaß. Oh. Okay, da habe ich den Megaturm von der Größe unterschätzt. Passt da nicht hin. Schade. Könnte ich ihn dann später hinbauen? Boah, da. Da wäre doch voll geil. Okay, ich brauche. So. Nein, mein Lieblingsgebäude ist im Arsch. Kein Unterricht. Schade. Und was ist denn hier euer Problem? Ihr seid doch alle Schulfrei. zufrieden, oder? Bei der Arbeit. Der Turm ist großartig. Ihr wollt unbedingt in die Schule gehen, ey. Mann, Mann, Mann. Dann bauen wir doch eine Grundschule. Dann baller ich jetzt davor auch zwei Bushaltestellen und baue jetzt die zweite Grundschule auch noch komplett aus. Warum nicht? Braucht dafür einen Kredit. Bauen wir die Finanzabteilung. Habe ich jetzt gerade eben gebaut. Na toll. Das heißt, sollte jetzt in den nächsten 5 bis 6 Minuten bei dir eintrudeln. Ja, solange ist aber meine Schule noch überfüllt. Meine andere. Bei mir schreit er jetzt auf jeden Fall schon, dass es weitergegeben worden ist, die Genehmigung. Ja, super. Unterricht für Sims. Ich brauche einen Kredit. Weißt du was, ich nehme jetzt einen 50.000er Kredit auf zweimal. Oder so. Mir ist auch egal. Ich muss ja nur die geschissene Schule ausbauen. Aus irgendeinem Grund ist es. Okay, der Verdienst geht wenigstens dadurch hoch. Das heißt, wenn ich das jetzt noch hinkriege, dann bin ich glücklich. Das heißt, ich brauche noch eine neue Raffinerie. Noch eine zusätzliche. Wo ich dann sage, hier einmal dieses. Kann ich schon gar nicht mehr dran bauen hier, Scheiße. Wir finden keine Arbeit. Geht 2 Etagen höher, da suchen die noch Leute. Mann, Mann, Mann. Ich finde keine Arbeit, Mama. Komm, Arsch abwischen, hab fertig. Mann, nee. Auch bitte sag mir nicht, das coole Gebäude ist kaputt. Kein Zugang zum Unterricht. Hast du für Probleme? Fehlende Arbeit. Ey, was wollt ihr denn? Ich hab einen geschissenen Megaturm mit einer Büroetage. Geht da arbeiten. Nee, wäre auch so einfach. Was wollen die hier? Müllhalde ist voll. Dann verbrennt doch mal den Müll. Weil das wäre zu einfach. Hier. Kriegt noch so eine geschissene Müllverbrennungsanlage. Zupf. Zupf. So, jetzt habe ich zwar ein bisschen übertrieben mit den Raffinerien, aber das ist mir scheißegal. Gebe ich denn gerade so viel Geld aus? Alles klar, ich mache mal die Straßenbahn aus. Wo habe ich denn die gebaut? Ach, hier. Ich habe schon 12% Steuern, ey. Das nächste Mal der Ölmann kommt, dann kann ich den auch nicht bezahlen. Obwohl, doch, die 14.000 habe ich noch. Jetzt Wohnsiedlung, 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 Wohnsiedlung. Was baue ich da jetzt? Gewerbe, komm, scheiß drauf, kommt das da erstmal hin. Habe jetzt eine Tech-Stufe von 3 überall. Ein Bildungsniveau von, naja, vielleicht ein Dreiviertel. Oh. Wie kann ich eine Tech-Stufe 3 haben? Sag mir das doch mal. Obwohl die alle strunzenhohl sind. Oh ja.
Ist natürlich ein bisschen problematisch. Kann ich dir auch so direkt nicht erklären. Ach nein, scheiße. Die wollen ja gar kein Stufe 2 sein. Die wollen ja Stufe 3 sein. Warum brauche ich denn da Stufe 2 Parks hin? Ich brauche Stufe 3, ja. Boah, 410 Tonnen Legierung schon drüben. Nice. Wir seid denn jetzt unzufrieden? Ach, lass schlimm, mal. Dass unsere Schule. Schlimm, dass unsere Kinder nicht zur Schule gehen konnten, ja und? Wir sterben einfach immer mehr Leute. Ich hab doch nur eine Klinik, was wollt ihr denn? Ist doch schon am Maximum. Und ein Toter pro Tag? Mann, Mann. Wieso nix ist? Sollen sich doch freuen, dass es nur einer ist. Bei 152.000 Einwohner, ein Toter pro Tag. Hallo, das ist die Größe von Ulm. Und in Ulm sterben mehr Leute am Tag. Ah, die Welt ist schrecklich. Nie sind sie zufrieden. Ja, schrecklich. Du sagst es. So, jetzt habe ich neben der Klinik noch eine Polizeiwache aufgestellt. Was sagt denn die Klinik? 7 Tote pro Tag. Ist ja auch kein Wunder, wenn sie alle bei mir im Stau stecken bleiben. Ja. Die verrecken alle im Krankenwagen. Mhm. Oder auf dem Weg zum Krankenhaus. Ja. Ey, wisst ihr was? Ich hab mir mal. Ah, die Finanzabteilung ist da. ...68.000 Einwohner. Wo denn? Wo zum Ficken? Minus von 2.000. Wie? Wieso mache ich denn so ein dickes Minus? Ich hab selbst schon die Straßenbahn ausgestellt. Der Megaturm kostet so viel, anscheinend. Kann gar nicht so viel kosten. Wieso macht denn der das Minus? Die Leute sind alle zufrieden. Wir brauchen dringend Arbeit. Okay, bis auf die Etage. Was ist denn das? Stufe 2. Ja, dann macht euch zum Dreier. Okay, was geht denn bei meinem Bahnhof gerade ab? Wieso habe ich so plötzlich 82.000 Einwohner? Woher? Warum? Wieso? Unsere Kinder brauchen dringend Unterricht. Ihr habt doch Unterricht. Ja, was wollt ihr denn? Sind sie jetzt bei dir genauso durchgeknallt wie bei mir? Wahrscheinlich. Ja. Meine sagen mir die ganze Zeit, die wollen Unterricht. Ja, aber haben die ja Unterricht. Ja, meine kriegen nicht mal Unterricht. Ich kann nicht mal den Öllieferanten bezahlen. Zwei Streifenwagen. Ja, werden vielleicht besser. Ey, ohne Spaß. Kannst du mir mal Geld schicken? Ich krieg irgendwie gerade nichts mehr auf die Reihe. Was? Geht's bei dir gerade runter oder was? Ich habe nur noch ein Plus von 526 und das ist bei 12% Steuern. Weil der geschissene Turm gerade einen Abgang macht. Oh, ja, wird schon angezeigt. Brauchst dringend Simoleons. Warte mal. Wie, du hast nur noch 8.000 angeblich? 5.000. Oh Gott. Ich muss noch einen Kredit aufnehmen, ey. Ansonsten kann ich das Öl nicht bezahlen. Und dann geht mein ganzer Strom aus. Warte, ich schick dir was rüber. Ja, bis das Geld ankommt, da kann ich ja ewig warten. Der kommt ja bei dir eh nicht durch. Nee, mittlerweile sind die Straßen einigermaßen frei. Mit dem Geld, was ich ja, jetzt geschickt habe. Der Ölschwack kommt. Schneller. Go. Jetzt geht er rein. Pff, Stromwert hoch. Sie sind pleite. So. Ich verkaufe die Control nicht. Aha, wie viel zahlst du denn dafür? Ich glaube, einen pro Punkt. Ein Simoleon nur. Was ist denn das für ein Scheiß? Kein Plan, aber ich habe dir jetzt auf jeden Fall gerade eben nochmal eine gute Finanzspritze rübergeschickt. Vielleicht gut, danke. Hilft das. 197 die Stunde minus. Boah, ich muss erstmal gleich meine Kredite abzahlen, wenn das Geld da ist. Ich hoffe, das reicht dafür. Boah. Ey, meine Bilder macht einen Abgang. Positiv oder negativ? Negativ, die geht den Bach runter. War es nicht das, was du eigentlich eh wolltest? Oder irgendwie spekuliert hattest? Nein, wollten unbedingt nicht. Oh, das Öl. So, jetzt habe ich erstmal die Nissan Leaf-Station gebaut. Hier nochmal schön Werbung machen, da. Nissan. Und da siehst du nochmal das Logo. Hier, warte. Da. Nissan. Leaf. 100% elektronisch. Dump the pump. Das ist auch ein geiler Slogan. Ja.
Aber ich glaube, ich muss jetzt hier meine Ölfelder ein bisschen umstrukturieren. Ja. Weil die Oh, meine bringen Sympathierate nichts geht wieder mehr. nach oben. Es sterben mehr Leute. Sag mal, seid ihr strunzend doof? Yay, es sterben Leute! Also hier. Ein Toter pro Tag bei 149.000 Einwohnern. Hä? Wo gehen denn meine ganzen Einwohner gerade hin? Wahrscheinlich zu Ziehen die mir. alle aus dem Megaturm aus oder was? Irgendwie anscheinend schon, weil ich bin jetzt auf 92.000 und ich habe keinen Plan, warum. Die brauchen Arbeit. Ja, ist mir schon klar, dass sie Arbeit braucht. Aber ich kann nicht keine Arbeit geben. Ja, ich habe Oh, nur das Geld mein. kann man, danke. Jo, ich habe nur meine Ölquellen hier im Moment. Was anderes habe ich nicht. So, ich mach schon mal einen Plus. Ey, weißt du was? Ich baue jetzt so einen geschissenen Megaturm mit Arbeit. Oder so. Ready, aim, fire!